Bonsoir, bienvenue, c'est la nouvelle année. Soyez... Herzlich willkommen zur Arte Reportage. Wir wünschen Ihnen ein glückliches neues Jahr und berichten heute aus Brasilien. Dort wird es immer schwerer für die Präsidentin Dilma Rousseff. 2010 folgte sie dem linken Lula ins Amt, erreichte jedoch nie die Beliebtheit ihres Vorgängers. Jetzt steckt sie in einem riesen Korruptionsskandal und mit der Wirtschaft geht es abwärts. Die Folge, selbst die treuesten Anhänger der Arbeiterpartei beginnen zu zweifeln. Doch zunächst nach Tunesien, das erste Land, in dem der arabische Frühling ausbrach vor 5 Jahren. So lange ist es schon her, dass die Tunesier auf die Straße gingen und ihren Diktator Ben Ali aus dem Amt trieben. Seitdem geht das Land Schritt für Schritt in Richtung Demokratie. Gelegentlich schwankend, aber immerhin, Tunesien ist nicht wie andere Länder der Region ins Chaos abgerutscht oder in eine neue Diktatur. Allerdings hat die Regierungspartei 11 Abtrünnige in den eigenen Reihen. Sie verlor die Mehrheit im Parlament, bildete aber eine Koalition und blieb so an der Macht. Die Wirtschaft aber bilanziert nach wie vor rote Zahlen und Arbeitslosigkeit ist für viele Jugendliche noch immer die einzige Zukunftsperspektive. Extremisten aller Couleur warten nur auf den richtigen Zeitpunkt. Und doch gibt es viel Hoffnung, berichtet Grégoire Degnaud von Keep Shooting. Seit 5 Jahren ist Tunis nun befreit von Ben Ali, dem Diktator, den das Volk fortjagte. Das war der Beginn des arabischen Frühlings, doch in der ganzen Region, von Libyen bis Syrien, regiert nun Chaos statt Demokratie. Tunesien will es besser machen. Junge Leute wie Wala Kasmi melden sich zu Wort, sie wollen den Einfluss der Islamisten eindämmen. Wie wollen wir es nennen? Ich bin für Youth Decides. Wir arbeiten gerade an unserem Plan für unser WLAN-Netz, das die Bourguiba-Straße abdecken soll. Wir wollen den Besuchern des Filmfestivals in Karthago eine kostenlose WLAN-Flatrate anbieten. Es würde uns freuen, wenn die Leute sich Filme aus aller Welt anschauen. Unsere Jugend leidet unter einer großen Leere. Das macht sie so empfänglich für radikale Alternativen, auch für Gewalt und Terrorismus, auch wenn sie damit anderen schaden. Sie fühlen sich leer und vollkommen ausgeschlossen. Deshalb schließen sie sich den Radikalen an. Und das Internet kann das verhindern? Wenn wir dieses Hilfsmittel nicht nutzen, um unser Land aufzubauen und friedlich zu verändern, dann werden es andere tun. Zum Beispiel der IS, der im Internet sein Unwesen treibt. Ich denke, die Jugend könnte die Spielregeln in diesem Land verändern. Ich bin Internetaktivistin. Die neuen Technologien sind unsere Waffen. Wir müssen also gut gerüstet sein, denn die Zukunft liegt in unseren Händen. So einfach ist das. Es ist das große Verdienst unserer Revolution, dass der Übergang zur Demokratie friedlich verlaufen ist. Nach der Arbeit trifft sich Asma Moussa mit befreundeten Künstlern. Sie alle waren bei den Protesten vor 5 Jahren dabei. Während der Jasmin-Revolution kämpften diese modernen jungen Leute gemeinsam mit den Radikalen gegen Ben Ali und sein Regime. Auch heute noch stehen sie den Islamisten näher als der Regierung. Sie werfen ihr Verrat an der Revolution vor. Für uns geht der wahre Terrorismus vom Staat aus. Unter Ben Ali machten wir das Gleiche wie heute auch. Sicher, vieles ist zwar einfacher geworden, seitdem er fort ist. Aber wirklich verändert hat sich nichts. Am Anfang der Revolution, da haben so einige unsere Hilfe in Anspruch genommen. Ja, sie haben uns mächtig ausgenutzt für ihre Zwecke. Jeder ist frei und macht, was er will. Wir jungen Leute in Tunesien respektieren einander. Wir alle haben Ideen für unser Land. Die Extremisten lassen die Künstler in Ruhe. Die wenigen Angriffe auf Künstler waren Einzelfälle und gingen von Extremisten aus, nicht von Salafisten. Das muss man ganz klar trennen.
Für manche ist die Religion wie eine Meditation, mit Hilfe derer sie sich ganz ihren Überzeugungen und Reflexionen widmen können. So wie ein Künstler sein größtes Glück in der Musik findet. Oder ein anderer bei ein paar Bier in der Bar von Bafune. Ach, ich muss sagen, zwischen den Künstlern und Salafisten, da gibt es keine wirklichen Konflikte oder Auseinandersetzungen. Denn eines ist ja klar, wir haben denselben Gegner. Und die Salafisten haben auch keine Probleme mit uns Künstlern oder Rappern. Mit dem Staat und seinen Polizisten dagegen schon. Genauso wie wir auch. Mit dem Staat haben wir schon lange Probleme. Das hat schon angefangen, bevor die Salafisten auftauchten. Nach der Revolution traten die Salafisten ins Licht. Ohne Ben Ali und sein Regime konnten sie nun offen ihre Anhänger um sich scharen. Seit den Anschlägen von Tunis sind sie wieder vorsichtiger geworden, geben sich angepasst. Yahya Zami ist seit Jahren ein überzeugter Anhänger der islamistischen Partei Hizb-ut-Tahrir. Mehr als 70 Jahre war diese Partei verboten. Seit 2012 mischt sie nun ganz legal politisch mit. Die Kaufkraft ist gesunken. Das trifft die ohnehin schon armen Leute besonders hart. Aber selbst die Mittelschicht konnte ihren Lebensstandard nicht halten. Nichts funktioniert hier richtig. Wir haben eine völlig realitätsferne Regierung und einen abgehobenen Präsidenten. Die Minister machen ihre Arbeit nicht ordentlich. Von ihren Versprechungen sind sie meilenweit entfernt. Es läuft also schlecht? Sehr schlecht. Unsere Regierung ist eine Truppe von Unfähigen. Auf dem Markt geht es so her. Verkaufen, um zu überleben, heißt es für die Händler. Wie Yahya Zami leiden auch sie, allerdings nicht aus denselben Gründen. Sie sind sich einig, als Verkäufer ging es ihnen unter Ben Ali besser. Ich bedauere den Verlust von Ben Ali sehr. Wirtschaftlich lief es zu seiner Zeit viel besser. Zugegeben, er und ein paar seiner Leute lebten in ihrer eigenen Welt. Aber wenigstens gab es noch eine echte Mittelschicht, die eine Art Schutzwall für die Armen bildete und ihr Überleben sicherte. Mit Ben Ali floh auch der Wohlstand. Möge Gott all die vernichten, die ihn fortjagten. Die letzten Wahlen hat Samis Partei boykottiert. Die aktuellen Politiker taugen in seinen Augen nichts. Den einzigen Ausweg für sein Land sieht er in der Religion. Erst einmal muss man verstehen, was die Revolution ausgelöst hat, nämlich ein enormer emotionaler Überdruss. Das haben die politischen Parteien leider von Anfang an nicht ernst genommen. Sie haben die Revolution abgewürgt, haben sie im Keim erstickt. Ich stehe politisch für ein religiöses Gesellschaftsmodell. Das halte ich für das einzig Richtige und ich werde alles dafür geben, um es wahrzumachen. Unser Modell schließt alle mit ein, Muslime und Nichtmuslime, Gläubige und Ungläubige. Haben Sie keine Bedenken, dass Parteien wie die Ihre die Jugend nur noch mehr radikalisieren? Ich möchte klarstellen, dass wir eine politische Partei sind und keine Terrororganisation. Wir haben sicher nicht vor, unser Modell mit Gewalt durchzusetzen. Können Sie verstehen, dass die jungen Leute sich radikalisieren? Natürlich, es sind ihre Ängste, die sie dazu treiben. Wir wollen den Verkauf von Alkohol verbieten und keinen Whisky oder Wodka mehr importieren, nur um es den Leuten recht zu machen. Alkohol ist im muslimischen Glauben verboten und deshalb wird es mit uns auch keinen geben. Der Staat muss seine Bürger davor schützen. Und genau das versucht der Staat allerdings nicht im Sinne von Yahya Zami. Die Behörden machen Jagd auf die Islamisten, nahmen Hunderte fest. Hisham steht unter Hausarrest. Seine verdächtigen Aktivitäten und Reisen haben ihn ausgebremst. Das ist der letzte Stempel. Der Beweis für meine Einreise nach Tunesien am 24. Dezember. Er reiste mehrmals nach Libyen, in die Türkei und andere Länder. Von seinem Bart hat er sich getrennt, aber nicht von seinen Überzeugungen. Als ich gerade in der Türkei war, rief meine Familie an und fragte, was ich getan hätte. Man würde nach mir fahnden. Komm zurück, wir helfen dir, sagten sie. Sie beschuldigen dich, ein Terrorist zu sein.
Wie bitte? Ich, ein Terrorist? Die Polizei hatte unser Haus durchsucht und meinen Bruder 7 Tage lang barfuß festgehalten. Mein Bruder war schon einmal inhaftiert, nach den Anschlägen vom 11. September. Sie verdächtigen ihn als Radikalen. Und deshalb stand die ganze Familie unter Beobachtung. Und auf der schwarzen Liste. Mein Bruder, meine Eltern und ich werden ständig überwacht. Wir stehen unter permanenter Kontrolle. Um die Polizei nicht gegen sich aufzuhetzen, spielt er den braven Bürger, der Opfer des Systems wurde. Seit 3 Jahren gehe ich zum Beten nicht mehr in die Moschee. Ich bete zu Hause. Wenn ich in der Moschee erscheine, würde ich direkt hinter Gittern landen. Demokratie bedeutet doch Freiheit. Und zwar auch religiöse Freiheit. Es ist doch meine Sache, ob ich an den Salafismus, den Laizismus oder das Christentum glaube. Solange ich niemandem schade. In Tunesien herrscht derzeit alles andere als Freiheit. Das ist alles nur Fassade, damit das Land gut dasteht. Demokratische Werte gibt es hier nicht. In Tunesien treffen 2 Welten aufeinander, die von Hichem und die der anderen jungen Leute. Ihre Hauptsorge ist die hohe Arbeitslosigkeit. Fast 20% der Bevölkerung sind davon betroffen, die Jugend besonders drastisch. Ein Mädchen fragt ihren Freund: Was machst du eigentlich beruflich? Er antwortet: Ich bin Fischer in Kairouan. Das liegt im Landesinneren. Aber da gibt es doch gar kein Meer. Darauf er: Und seit wann gibt es in Tunesien Arbeit? Nach 4 Jahren muss ich jetzt wohl einsehen, dass ich mit meinem Beruf als Regisseur nicht weiterkomme. Da werde ich mich wohl neu orientieren müssen. Wie lange müssen wir dieses Elend noch aushalten? Wir müssen doch unsere Rechnungen bezahlen und unser Leben finanzieren. Wie soll das gehen? Muss ich erst kriminell werden und Schmuggelware oder Drogen verkaufen? Ja, ich sehe das so. Wenn jemand keinen Ausweg sieht, dann kann einen das schon in den Extremismus treiben. Zum Beispiel jemand mit schwierigen Lebensbedingungen. Jemand, der sich fragt, wie er da rauskommen soll. Der aber gleichzeitig immer nur auf der Stelle tritt. Naja, der wird sich fast zwangsläufig radikalisieren. Ich will keine Werbung für die Radikalen machen, aber das hier ist Realität. Ein junger Mensch aus einer abgelegenen Region, der mit 12 die Schule verlassen musste, um seine Familie zu unterstützen, der keine Bildung hat, ausgegrenzt und vergessen vom Staat, der wird ohne zu zögern zu den Dschihadisten in die Berge gehen, wenn sie ihm 50.000 Dinar dafür bieten, allein aus Rache. Deshalb haben wir die Anschläge und Explosionen. Hamdi Djouini wohnt 1,5 Stunden von Tunis entfernt, weit von der einzigen Stadt, in der er Arbeit finden könnte. Aber ein Leben in der Hauptstadt kann er sich nicht leisten. Hallo, wie geht's? Das ist Ndelel, ein Freund von mir. Ihm gehört das Modegeschäft dort. Läuft der Laden gut? Ja, ja, es geht. Es läuft schon ganz gut, weil die jungen Leute aus dem Viertel ihre Kleidung bei ihm kaufen. Ich schulde dir noch Geld. Ist es in Ihrer Branche einfacher, in Tunis eine Arbeit zu finden? Ja, ja. Die besten Chancen hat man in Tunis. Aber das gilt nicht nur für meine Branche. Das hier ist mein Viertel. Hier bin ich aufgewachsen und zur Schule gegangen. Alle meine Spielkameraden von früher, die wohnen noch hier. Es ist eine einfache Leuteviertel, weit weg vom Zentrum. Der Staat kümmert sich kaum darum. Deshalb ist es auch schwer, hier Arbeit zu finden. Ohne Einkommen, wie 35% der jungen Tunesier mit Studienabschluss, lebt er bei seinen Eltern. Sie haben ihn immer unterstützt und ihre Zuversicht noch nicht verloren. Ich habe Kunst studiert. Das da bin ich, ein Freund hat mich karikiert. Ein kleiner Spaß.
Dieses Land versinkt in Arbeitslosigkeit. Hab ein bisschen Geduld, das wird sich ändern. Niemand findet gleich nach dem Studium eine Arbeit. Wart's ab, du bekommst deine Chance schon noch. Er hat eine gute Ausbildung. Nach dem Abitur hat er seinen Bachelor gemacht, dann den Master. Und jetzt findet er keine Arbeit. Wir haben jahrelang zurückgesteckt für seine Ausbildung. Die Streiks sind schuld an den Problemen des Staats. Nein, Mama, das ist falsch, das reden Sie euch nur ein. Das liegt ganz gewiss an den Streiks. Euer Problem ist, dass ihr eure Informationen nur aus den Medien bezieht, zum Beispiel aus dem Fernsehen. Aber glaub mir, unserem Land geht es gut. Viele Leute wollen arbeiten und es gibt auch viele freie Stellen. Der Staat will die Situation aber gar nicht verbessern. Was sie in den Medien behaupten, entspricht nicht der Realität. Hamdi ist wütend auf seine Eltern und die Regierung, aber er glaubt noch immer an die Erholung seines Landes. Ich bin nicht enttäuscht über das Ergebnis der Revolution. Es braucht seine Zeit, bis wir die Früchte ernten können. Wir müssen leider erst einmal die Quittung für unsere Auflehnung zahlen. Aber meine Kinder und Enkelkinder, sie werden es einmal besser haben. Und das erfüllt mich mit Stolz. Faouzi Illoumi hat ganz andere Sorgen. Er leitet das größte Unternehmen des Landes. Eine Besprechung mit seinen Managern steht an. Es geht um mehrere Expansionsprojekte ins Ausland. In seinem Unternehmen und seiner Familie gibt es weder Krise noch Arbeitslosigkeit. Das ist mein Sohn Selim. Er hat in Kanada Ingenieurwesen und Management studiert und ist für den internationalen Ausbau unserer Firma zuständig. Was gibt es zu berichten? Wir haben letzte Anweisungen für den Start unserer Produktionsstätte in Brasilien gegeben. Wir haben keinerlei Probleme, an qualifiziertes Personal zu kommen. Die Tunesier gehören vermutlich zu den bestausgebildeten Menschen weltweit. Das verdanken wir unserem Ex-Präsidenten Bourguiba, der sehr viel für die Bildung getan hat. Allerdings werden die Leute in der Ausbildung nicht genug auf die Praxis vorbereitet. Vielen Unternehmen gelingt es nicht, diese Theoretiker fit für die Anforderungen in ihren Unternehmen zu machen. Faouzi Illoumi hat mehrere Produktionsstätten in Tunesien. Er arbeitet nur mit der neuesten Technik und schwört auf seine tunesische Belegschaft. Hier stellen wir Stromverteiler für Automobile und Nutzfahrzeuge her. Bei Ihnen arbeiten viele Frauen. Richtig. Wir beschäftigen aber auch Männer. Doch wir haben in der Tat viele weibliche Angestellte. In Tunesien wie auf der ganzen Welt ist die Frau die Zukunft des Mannes. Genau. Und das gilt auch für den Bereich Bildung. 65% der Studenten sind heute Frauen. Überall gewinnt der Fundamentalismus an Einfluss. Das ist doch sicherlich eine Gefahr für die Bildung der modernen tunesischen Frau. Nein. Ich halte das für eine Modeerscheinung. Das legt sich wieder. Am Anfang steigt der Einfluss der Radikalen vielleicht, aber mit der Zeit stellt sich das Gleichgewicht zwischen Fortschritt und Konservatismus wieder ein. Das Zauberwort heißt kulturelle Anpassung. Anpassung der Tunesier an das Wettbewerbsdenken der Unternehmen. Wir sind quasi von Knall auf Fall in der Welt der Moderne und Demokratie eingetreten. Doch seit der Revolution stehen alle Zeichen auf Rot. Der Tourismus brach ein, die Investitionen und die Produktivität gingen zurück und die Staatsausgaben stiegen an. Wie steht es um die tunesische Wirtschaft? Der tunesischen Wirtschaft geht es weder besonders gut noch besonders schlecht. Es geht ihr den Umständen entsprechend. So gut, wie es nach 5 Jahren Revolution eben möglich ist. Die Investitionen sind stark gesunken. Die Arbeitslosigkeit hat zugenommen. Und die Staatsverschuldung hat sich verdoppelt. Aber das kann man alles wieder in den Griff kriegen. Wenn Stabilität und Sicherheit gewährleistet sind, wenn die Investoren wieder Vertrauen fassen, dann geht es automatisch bergauf.
Warum sind Sie so vorsichtig? Sie sind zum Beispiel sehr verunsichert durch die Gewerkschaften. Viele Streiks sind nicht legal. Noch abschreckender für Sie ist, dass die Leute einfach streiken, ohne es vorher anzukündigen. Das ist die reinste Anarchie. Und fördert nicht gerade das Vertrauen. Am Nachmittag schlüpft Illumi in eine andere Rolle. Der Unternehmer wird zum zweiten Parteivorsitzenden. Mit seiner Luxuslimousine fährt er in die Parteizentrale. Sein Ton wird politischer. Früher war doch immer alles besser. Die alte Leier. Natürlich ist vieles alarmierend. Viele der jetzigen Probleme hatten wir vorher nicht. Aber das ist nur eine kurze Episode in der langen Geschichte unseres Landes. Man muss weitsichtiger denken. Wir haben uns nicht weniger als die Demokratie und die Meinungsfreiheit erkämpft. Nun müssen wir uns noch den Wohlstand erkämpfen. Und dazu müssen wir das neue Modell konsequent durchziehen. Politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich und kulturell. Seit 25 Jahren macht Illumi Politik. Er war Bürgermeister und Abgeordneter unter Ben Ali. Wie Demokratie geht, muss auch er erst lernen. Seine liberale Partei Nidatunes ist zweitstärkste Kraft im Land. Wie alle anderen ist auch sie nicht frei von Machtkämpfen. Vorbereitung einer ersten Klausurtagung am 10. Januar und einer Wählerversammlung am 30. und 31. Juli 2016. Wir werden auf jeden Fall eine Liste mit unseren Vorschlägen im Nationalen Exekutivrat vorstellen. Ich schlage vor, dass wir dafür ein Sonderkomitee gründen. Das tunesische Quartett für den nationalen Dialog hat 2015 den Friedensnobelpreis erhalten. Auch wir setzen auf den Dialog, um unsere Differenzen zu klären. Auch bei uns kommt es mal zu Reibereien und Auseinandersetzungen. Hat die jahrelange Revolution das Land vorangebracht, politisch und auch allgemein? Selbstverständlich. Sie hat sehr viel Energie freigesetzt. Die Menschen sind nicht länger in ihrer Freiheit beschnitten. Heute fühlen wir uns endlich frei. Aber wir brauchen auch klare Regeln, damit die Meinungsfreiheit nicht missbraucht wird. Gleichzeitig dürfen diese Regeln sie aber auch nicht gefährden. Wir können uns da bei den etablierten Demokratien einiges abschauen. Vier Autostunden von Tunis entfernt, tief im Süden des Landes, ist von Veränderung noch nichts zu spüren. Schnell weichen die geteerten Straßen holprigen Pisten. Polizei und Militär sucht man hier vergeblich. Die Bauern sind den Radikalen schutzlos ausgeliefert, die in den Bergen lauern. Vor ein paar Wochen enthaupteten sie den 16-jährigen Mabruk. Wir wissen seit langem, dass sie sich hier im Gebirge aufhalten. Wenn es dunkel wird, steigen sie herab, um sich mit Wasser zu versorgen. Wir haben hier in der Nähe eine Quelle. Mein Sohn war Hirte. Er hatte seine Herde eingetrieben, um den Tag in den Bergen zu verbringen. Unser Hund begleitete ihn. Als es dunkel wurde, war er immer noch nicht zurück. Völlig untypisch für ihn. Ich machte mir langsam Sorgen. Dann kam sein Freund wieder, der auch mitgegangen war, mit einer Tasche in der Hand. Er erzählte seinem Bruder, dass die Terroristen in den Bergen Mabruk geköpft hätten. Sein Kopf sei in der Tasche. Auf diesem Felsen da drüben, da verstecken sie sich. Wir haben große Angst vor diesem Berg. Die Terroristen, sie sind uns ganz nah, aber die Behörden lassen uns im Stich. Die können uns jeden Moment angreifen. Wer dazu fähig ist, ein Kind zu töten, der wird sicher noch weiter morden.
Dabei gäbe es doch Wege, diese Bedrohung zu beenden. Wir haben eine Regierung und eine Verfassung. Alle nötigen Mittel sind da. Wir sind doch hier nicht in Libyen, wo totales Chaos herrscht. Wir haben ein Parlament und einen Präsidenten gewählt. Es ist Ihre Pflicht, dieses Problem zu lösen. Die armen Menschen sind die großen Leidtragenden in diesem Land, während das Bürgertum und die Kapitalisten alle Vorteile genießen und es sich gut gehen lassen. In den Bergen im Süden ist die Demokratie noch nicht angekommen. Die Regierung darf die ländlichen Regionen auf keinen Fall vergessen. Tunesien war die Wiege des arabischen Frühlings. Nun könnte es ein weiteres Mal zum Vorbild für andere Länder werden. Wenn Sie mehr zum Thema wissen wollen, werfen Sie doch einen Blick auf unsere Webseite info.arte.tv. Hier finden Sie auch ein Interview mit dem Reporter Grégoire Degnaux. Vor drei Tagen kam es bei einer Demonstration in Sao Paulo zu Ausschreitungen. Sie protestierten gegen eine Fahrpreiserhöhung im öffentlichen Nahverkehr. Doch dann schlugen sie sich mit der Polizei. Vor drei Jahren hatte so ein Zwischenfall schon mal große Unruhen in Brasilien ausgelöst. Die Präsidentin Dilma Rousseff steckt seit drei Monaten in einem riesen Korruptionsskandal. Sie kann die Wut der Brasilianer kaum noch bändigen. Es gärt sogar in ihren eigenen Reihen. Noch sechs Monate bis zu den Olympischen Spielen, da kann man keine Unruhen gebrauchen. Die regierende Arbeiterpartei PT sucht Auswege aus der Krise. Frédéric Zingaro und Mathilde Bonacieux von Ikari Film berichten. Das ist Brasilien heute. Ein grün-gelbes Flaggenmeer als Zeichen des Protests gegen die Regierung. Und gegen Dilma Rousseff, die Präsidentin, die gerade erst wiedergewählt wurde. Die Demonstranten fordern Haftstrafen für ihren Amtsvorgänger Lula da Silva und dessen Minister, die in eine düstere Korruptionsaffäre verstrickt sind. Die aufgebrachte Menge hadert mit dieser südamerikanischen Merkwürdigkeit, der linken Arbeiterpartei PT, die jetzt seit 13 Jahren an der Spitze des Landes steht. Die Demonstranten sind in ihrem Element. Sie stammen aus der weißen, ultraliberalen Oberschicht und haben den ehemaligen Metallarbeiter Lula und seine Landreformpläne nie unterstützt. Für Dilma Rousseff liegt die Gefahr woanders. Alle lassen sie fallen. Ihr wichtigster Partner im Parlament hat ein Amtsenthebungsverfahren gegen sie eingeleitet und nur noch 10% der Brasilianer stehen hinter ihr. Der Traum, den ihre Partei 13 Jahre lang hochhielt, zerplatzt wie eine Seifenblase im Gebrüll der Bürger. Erst weit ab der großen Metropolen kann man ermessen, was von diesem Traum noch übrig ist. Der Sertão ist die trockenste Region Brasiliens. Die Sonne brennt vom Himmel, die Arbeit ist hart. Auf den Feldern reißen Dornen und Kakteen Wunden in die Körper der Tiere. Hier leben die ärmsten Menschen des ganzen Landes. Elisângela ist in dieser Armut aufgewachsen. Schon als Mädchen half sie ihrem Vater bei der Feldarbeit. Ihre Kindheit war ein Kampf, um die harte Erde zu bestellen, die kaum genügend Nahrung gibt. Vor 15 Jahren wusste hier noch niemand, was die Zukunft bringen würde. Elisângela und ihr Vater erinnern sich gut. Komm, Elsa. Damals war die Armut sehr schlimm. Wir hatten keine Betten, keine Decken, nur irgendwelche Tücher. Wir schliefen auf Palmzweigen, die wir auf dem Boden auslegten. Das war schwierig. Es gab sehr viel Armut. Heute ist niemand mehr arm. Im Vergleich zu vorher ist wirklich niemand mehr arm. Brauchst du Hilfe, Papa? Nein, es geht schon. Die Kinder packen alle mit an. Ohne Lula stünden wir jetzt da wie Griechenland. Alle wären fort und niemand mehr hier. Vor 25 Jahren, in derselben glühenden Hitze,
hielt Elisangela es nicht mehr aus. Da kam ein Mann mit einer Gruppe Aktivisten in die Region. Er gab der jungen Generation neue Hoffnung. Hoffnung auf eine andere Politik. Seither ist Elisangela in Lulas Arbeiterpartei. Wir haben sehr gelitten. Die Politiker gehörten alle zu einer einzigen reichen Familie. Sie herrschten über die ganze Stadt. Wir waren in sozialen Bewegungen, in der Gewerkschaft und stellten uns gegen sie. Wir wollten sie nicht wählen und waren mutig genug, das auch zu sagen. Deshalb litten wir mehr als andere. Die anderen sagten nichts. Sie wählten sie, obwohl sie sie nicht mochten. Nur um ihren Wassertankwagen zu behalten oder den Lebensmittelkorb während der Dürrezeit. Sie bekamen Geld für ihre Stimmen. Ja, hier werden viele Stimmen erkauft. Ich habe mich nie an jemanden verkauft. Echte Politik machen konnten die Arbeiter- und Sozialbewegungen erst dank der PT. Ja, genau. Vor der PT war Politik nur etwas für Reiche. Hey Selma, alles klar? Heute lächelt die Tochter eines der armen Bauern selbst von den Plakaten der Arbeiterpartei. Ich weiß, ich zähle wieder auf deine Stimme. Ich bin auf deiner Seite. Ich weiß, danke, Mattia. Die Leute kennen sie. Sie vertritt die lokalen Kleinbauern in der Gewerkschaft und hat schon für die Parlamentswahlen kandidiert. Trotz ihrer vielen Verpflichtungen, auch wenn sie für Ämter kandidierte und ganz oben war, kam sie weiter hierher. Ich lasse sie nicht im Stich. Ich wähle sie auch nächstes Mal wieder. Die Gewerkschafterin Elisangela verkörpert den Geist, der einst die ganze Arbeiterpartei charakterisierte. Anfangs versammelte die PT alle sozialen Bewegungen. Linke Priester, landlose Bauern, hungernde Landwirte, Arbeiter, diskriminierte Schwarze und alle, die Politik machen wollten, aber nicht durften. Die Kleinbauern schienen damals nicht zu existieren. Erst die PT hat sie anerkannt, ihnen einen Namen gegeben, landwirtschaftliche Familienbetriebe und ihnen geholfen zu überleben. Mit Brunnenbohren und Strom, aber auch mit Geld, um ein Gewächshaus einzurichten oder Tiere zu kaufen. Dank dieser Hilfen erwirtschaftet Iralson in seinem Betrieb heute 200 Euro im Monat, so viel wie den Mindestlohn. Die Reichen mögen die PT nicht, weil sie sich für Arbeiter und Kleinbauern einsetzt. Die Reichen klagen oft über Arbeitskräftemangel. Sie waren an billige Arbeitskräfte gewöhnt. Aber bei den heutigen Lebensstandards und den neuen Möglichkeiten hat es niemand mehr nötig, seine Dienste für einen Hungerlohn an die großen Betriebe zu verhökern. Das war mein Lebenstraum. Familienbetriebe mit solchen Arbeitsbedingungen, hier in Brasilien. Und ich bin stolz, denn das alles verdanken wir unserem Einsatz. Die Kredite, die neuen Technologien und die Bodenreform. Als Kind hörte Elisangela zu oft, dass die Armut von etwas wie Gott komme. Eine Gabe, mit der man sich abfinden müsse. Heute bekämpft sie sie dank einem guten Dutzend sozialer Hilfsprogramme der Regierung, die sie mit ihrer Gewerkschaft umsetzt. Wie diese Mikrokredite für Landwirte, die vor knapp 10 Jahren noch nicht einmal eine Bank betreten durften. Sie brauchen 500 oder 1000 Euro, manchmal etwas mehr. Um Überschuldungen zu vermeiden, steht ihnen die Gewerkschaft beratend zur Seite. Die Bauern werden nicht nur betreut, sondern erhalten auch eine Kreditkarte. Diese symbolisiert ihre Zugehörigkeit zu einer Welt, die sie endlich anerkennt. Das ist jetzt mein dritter Kredit. Von dem ersten habe ich mir ein Schaf gekauft, von dem zweiten Kredit Palmen gepflanzt und von dem dritten kaufe ich jetzt wieder ein Schaf. Wenn ich die Namen von Dilma und Lula höre, glaube ich zu träumen.
Und wenn ich je aufwachen sollte, will ich auch dann noch weiter träumen. Elise Angela weiß, dass sie hier immer gebraucht wird. Doch sie teilt die Sorgen ihrer Parteigenossen. Dort drüben in Brasilia zieht man ihrer Präsidentin den Boden unter den Füßen weg. Die Krise zeigt ihre Folgen und Dilma Rousseff kürzt weiter im Sozialhaushalt. Also hat Elise Angela beschlossen, ihr Unbehagen auszudrücken. In Juazeiro, der Hauptstadt ihres Distrikts, gingen tausende PT-Aktivisten auf die Straße, damit die Regierung sie nicht vergisst. Elise Angela marschierte ganz vorne mit. Wir fordern mehr Kredite. Wir nehmen nicht hin, dass die Sozialprogramme, die im Nordeste alles verändert haben, um 50% gekürzt werden. Wo sind die Männer? Die Jugend? Die Frauen? Unsere Region soll lebendig bleiben. Unsere Menschen in Würde leben. Wir werden kämpfen. In Brasilien gehen Aktivisten und Verbände jetzt regelmäßig auf die Straße, um die Regierung zum Umdenken zu bewegen. Diese Demonstranten fordern nicht den Rücktritt von Dilma Rousseff. Sie wollen verhindern, dass die PT vor lauter Sparpolitik und Zugeständnissen an die Großunternehmen ihre Seele verliert. Aber auch die Mengen mit den roten Flaggen sind sich nicht mehr sicher. Denn in 13 Jahren an der Macht hat ihre Partei längst nicht alle Versprechen gehalten. Sie wollte die Korruption bekämpfen und verursachte selbst einen Jahrhundertskandal. Die Politiker schwimmen im Geld aus schmutzigen Ölgeschäften. Sie versprach eine ausgeglichene Entwicklung, doch mit der Wirtschaftskrise sanken die Rohstoffpreise in den Keller. Das Land steckt mitten in einer Rezession. Sie schwor, für mehr soziale Gleichheit zu sorgen. Heute entwerfen die Firmenchefs beim Mittagessen Strategien, um die eigenen Interessen zu wahren. Und ihre Fernsehsender haben keine Skrupel, ihre ultraliberalen Botschaften zu verbreiten. Die Regierung behauptet, Millionen Menschen hätten den Weg aus der extremen Armut geschafft. Das ist doch paradox. Genau diese Menschen sind heute auf die Sozialhilfe angewiesen. Gleich nach der Wahl übernahmen sie die Macht im Namen eines Volkes der Zukunft. Ihre Kampagne beruhte auf Lügen und heraus kam eine Korruptionsaffäre. Diese heftigen und systematischen Vorwürfe verfehlen ihr Ziel nicht. In São Bernardo glaubt niemand mehr an Dilma Rousseff. Dabei war die Stadt einst eine Hochburg des Metallarbeiters Lula. Hier entstand die Idee zu einer Arbeiterpartei. Hier zwangen die Gewerkschafter die größten Automobilfirmen der Welt in die Knie. Doch dann kam die Krise und die Arbeitslosenquote der Stadt stieg auf 13%. Osseas ist Bauarbeiter. Er geht jeden Morgen zum Arbeitsamt und erhält jeden Morgen die gleiche Antwort. Mach es wie immer. Schau dir die Anzeigen in der Datenbank an und komm nächste Woche wieder. Dann sehen wir, ob es was Neues gibt. So lange war ich noch nie arbeitslos, über ein Jahr. Wenn ich früher meinen Job verlor, fand ich immer gleich einen neuen. In dieser Stadt liegen Lulas Wurzeln. Hier hat seine politische Laufbahn begonnen. Es gibt viele Montagewerke und große Unternehmen. So etwas dürfte hier nicht passieren. Wegen all dem werde ich die Arbeiterpartei nicht mehr wählen. Ich werde überhaupt nicht mehr wählen. Ich habe mein Leben lang PT gewählt, Lulas Partei. Mein ganzes Leben. Doch Arbeitslosigkeit und Korruption haben das Land ins Chaos gestürzt. Sie haben mir meine Hoffnung gestohlen. Die Hälfte meiner Träume ist geplatzt. Brasilien rutscht immer tiefer in die Krise. Die Inflation liegt bei knapp 11%, die nationale Arbeitslosenquote wird bald 10% erreichen und die Staatsschulden steigen. In der Arbeiterstadt São Bernardo hat das Folgen für die Ärmsten der Armen. Es ist ein Dominoeffekt. Eliane verkaufte keine Kleider mehr, weil ihre Kundinnen sich nichts mehr leisten können. Sie musste ihr Geschäft schließen und ihre Mitarbeiter entlassen. Nun arbeitet sie zu Hause, um zu überleben. Ich habe aufgehört, um die Schulden in Grenzen zu halten.
Ich nähe immer noch Kleider, aber ich verkaufe sie nicht mehr im Geschäft. Ich gehe auf Märkte und habe ein, zwei Privatkunden, aber keine Mitarbeiter mehr. Ich arbeitete schon mit 11 als Verkäuferin. Meine Kinder konnten studieren, denn es war jemand für sie da. Die echte PT war noch an der Macht. Jetzt ist alles schlecht. Ich hätte ja weiter PT gewählt. Sicher, es gab Probleme in der Kultur, im Bildungs- und Gesundheitsbereich. Das braucht natürlich Zeit. Aber mit dieser Korruption, nein. Ich werde Lula nicht mehr wählen. Ich bin völlig desillusioniert. Definitiv, wie man so schön sagt. Auch Rio de Janeiro hat seine Illusionen verloren. Hier liegen die Ölvorkommen, aber die städtischen Einkünfte aus der Ölwirtschaft sanken zusammen mit dem Kurs. Rio steht am Rande des Bankrotts. Auch die Ärzte gehen auf die Straße. Die Universität ist geschlossen, weil der Verwaltung das Geld fehlt. Auch Rafael gehört zu der linken Jugend, die nicht mehr für die PT stimmen wird. Das ganze Bildungswesen steckt in der Krise. Meine Uni hat kein Geld mehr, weder für Forschung noch für so grundlegende Dinge wie Gebäudereinigung oder Sicherheit. Ich konnte studieren, weil man an den Unis eine Schwarzenquote eingeführt hatte. Das war positiv. Die Regierung ist aber sehr widersprüchlich. Die Ausbildung in den öffentlichen Schulen reicht oft nicht aus, um an die Uni zu kommen. Andererseits gibt es aber Quoten. Für mich waren die Quoten eine Notfallmaßnahme. Jetzt müssen die öffentlichen Schulen besser werden, damit man ohne Hilfe an der Uni angenommen wird. Weiter im Süden liegt Porto Alegre, eine der ersten Städte, in denen die PT an die Macht kam. Das war 1988. In diese Blütezeit fällt auch die Einführung des Bürgerhaushalts, der den Einwohnern ein großes Mitspracherecht bei der Verteilung der Haushaltsmittel einräumt. Als die PT Porto Alegre 2004 verlor, wagten die neuen Abgeordneten es nicht, diese neue demokratische Mitbestimmung abzuschaffen. Heute freuen sich die Sprecher des Bürgerkomitees über ihre Treffen in einem Saal der Stadt. Der Bürgerhaushalt ist eine Errungenschaft der Gesellschaft, nicht der Regierung. Regierungen kommen und gehen. Der Bürgerhaushalt bleibt bestehen und das wird er weiter tun. Leider ist fraglich, ob sie mehr erreichen können als dieses kleine Fest. Denn das Budget, das dem Bürgerhaushalt zur Verfügung steht, schmilzt wie Schnee in der Sonne. 2 Millionen Euro sind es dieses Jahr für eine Stadt mit über 1 Million Einwohnern. Das sind 2 Euro pro Person. Chiquinho ist immer noch Stadtteilsprecher. Doch seine Begeisterung für Lula ist nur noch eine vage Erinnerung. Vor einigen Jahren gab es in Porto Alegre viel freies Land. Wir haben es besetzt und dafür gekämpft, dass die Familien bleiben durften. Dank der neuen Wohnungspolitik, die wir mit durchgesetzt haben, gab es endlich Geld für den Wohnungsbau. Wir konnten uns einen Traum erfüllen, ein eigenes Haus, in dem wir in Würde leben können, unter denselben Bedingungen wie die Reichen. Heute hat sich vieles verändert. Chiquinhos Viertel ist völlig verwahrlost. Hier hat sich seit 15 Jahren nichts getan. Die Fassade ist voller Risse. Schau hier.
Das Tor ist total verrostet. Man müsste es anstreichen oder so. Das hat die PT gebaut. Sie hat es uns übergeben und uns damit allein gelassen. Auch diese Frauen haben kaum noch Illusionen. Der Absturz begann 2002, als Lula mit der PT die Präsidentschaftswahlen gewann. Ein Paradox, sagt Chiquinho. Hier hat die PT verloren, weil sie da drüben gewonnen hat. Lula hat auf nationaler Ebene an Boden gewonnen. Und unsere Anführer sind in Brasilien aufgestiegen. Aber sie waren nur an Regierungsämtern interessiert. So haben sie sich selbst die Grundpfeiler abgesägt. Dabei versuchten die Anführer, auch andernorts die Neuerungen einzuführen, die in Porto Alegre so gut funktionierten. Anfang der 2000er benötigte Brasilien 25 Millionen Sozialwohnungen. 4 Millionen davon entstanden dank des Programms Mein Haus, mein Leben, das sich an die ärmsten Teile der Bevölkerung richtete. Doch das großzügige Projekt wurde stümperhaft umgesetzt und interessiert heute keinen mehr, nicht einmal in Porto Alegre. Sheila und die 800 Familien aus der Favela von Jiqui weigern sich kategorisch, in ein Neubauviertel zu ziehen. Uns hat für das Projekt niemand befragt. Jetzt sind die Häuser zu klein und es gibt viel Gewalt. Schüsse, Gewalt und Tote. Mein Traum wäre, dass sie die Favela sanieren. Das wäre auch billiger für die Stadt und die Regierung. Sie könnten die Favela renovieren und uns hier wohnen lassen. Zentral und gleich neben dem Markt. Sheila und die anderen Bewohner von Jiqui leben vom Müllsammeln. Außerhalb des Stadtzentrums würden sie diese Einkommensquelle verlieren. Sheila nutzt jede Gelegenheit, um ihren Nachbarn zu erklären, dass die neuen Häuser eine Mogelpackung sind. In Gottes Namen, lass dich bloß nicht aus deinem Haus jagen. Ich weiß, schön ist es hier nicht. Es gibt keine Krankenstation, keinen Kindergarten, keinen Strom, kein Abwassernetz. Aber es gehört immerhin uns. Wir haben gearbeitet und diese Häuser gebaut. Tu das nicht, oder du verlierst dein Recht, für ein Stück Land und ein würdiges Zuhause zu kämpfen. Für Brasilien sind die neuen Stadtviertel regelrechte Zeitbomben. Die Ghettos sind eng und schlecht zu reinigen, ohne Grünflächen oder öffentlichen Dienst. Hier könnte es noch gefährlicher werden als in den Favelas. Die härteste Kritik kommt von der radikalen Linken. Dieses Programm bedient nur die Interessen der Unternehmer. Dahinter stecken vor allem die Baufirmen. Sie übernehmen die Planung und die Umsetzung. Sie leiten die Baustellen. Natürlich nur, um Geld zu machen. Und es ist günstiger, an abgelegenen Orten zu bauen, wo die Grundstücke billiger sind. Mein Haus, mein Leben ist ein Programm für die arme Bevölkerung. Aber gebaut wird am Stadtrand, wo es kaum Infrastruktur gibt oder öffentlichen Dienst. 2 Millionen Wohnungen wie diese haben sie im ganzen Land gebaut. Ihre Bewohner sind von allem abgeschnitten, oft mit 3 Stunden Busfahrt von ihrem Arbeitsplatz entfernt. Die Baubranche lebte wieder auf. Nicht jedoch die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und Dilma Rousseff wird immer unbeliebter. Elisângela unterstützt sie noch immer, komme da, was wolle. Im September freut sie sich über den Besuch der Präsidentin beim Kongress der Dachgewerkschaft Central Única dos Trabalhadores. Ihre Amtsenthebung liegt schon in der Luft, aber hier hat die Präsidentin noch Unterstützer. Liebe Gewerkschaftsfreunde, wir brauchen politische Stabilität. Ja, denn heute leben wir. Danke. Hier werden die PT-Vertreter noch herzlich empfangen. Aber das hier ist nur ein Kongress. Elisângela weiß, dass das nicht genügt. Sie ist ins Sertão zurückgekehrt. Sie will weiterkämpfen. Und manchmal gibt es eben Wunder. So wie vor 25 Jahren, als sie einen Aktivisten kennenlernte, der ihr Leben verändert hat. Heute ist er wiedergekommen. Vamos ter mais de 5.000 pessoas.
Da war eine Delegation mit 200 Leuten aus allen Staaten. Und er spricht sogar mit dem Fernsehen, was er nur selten tut. Die Marke PT, sie ist unzerstörbar. Wir haben in nur 12 Jahren den größten sozialen Entwicklungsprozess der heutigen Zeit in Gang gesetzt. Das gab es nirgendwo anders auf der Welt. Dank unseres sozialen Engagements konnten wir in 12 Jahren 36 Millionen Menschen aus der Armut raushelfen, 40 Millionen Menschen in die Mittelschicht befördern und 22 Millionen Arbeitsplätze schaffen. In Europa wurden allein zwischen 2008 und 2014 62 Millionen Arbeitnehmer entlassen. Bei uns sind 10 Millionen neue Arbeitsplätze entstanden. Da ist immer noch Hoffnung und Stolz in Brasilien. Dieser Traum von Gerechtigkeit, er könnte wieder auferstehen. Arte Reportage geht nächste Woche wieder für Sie auf Sendung. Nächsten Samstag ist meine deutsche Kollegin Andrea Fies hier wieder für Sie da. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Portez-vous le mieux possible d'ici là. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Das trifft die ohnehin schon armen Leute besonders hart. Aber selbst die Mittelschicht konnte ihren Lebensstandard nicht halten. Nichts funktioniert hier richtig. Wir haben eine völlig realitätsferne Regierung und einen abgehobenen Präsidenten. Die Minister machen ihre Arbeit nicht ordentlich. Von ihren Versprechungen sind sie meilenweit entfernt. Es läuft also schlecht? Sehr schlecht. Unsere Regierung ist eine Truppe von Unfähigen. Auf dem Markt geht es so her. Verkaufen, um zu überleben, heißt es für die Händler. Wie Yahya Zami leiden auch sie, allerdings nicht aus denselben Gründen. Sie sind sich einig, als Verkäufer ging es ihnen unter Ben Ali besser. Ich bedauere den Verlust von Ben Ali sehr. Wirtschaftlich lief es zu seiner Zeit viel besser. Zugegeben, er und ein paar seiner Leute lebten in ihrer eigenen Welt. Aber wenigstens gab es noch eine echte Mittelschicht, die eine Art Schutzwall für die Armen bildete und ihr Überleben sicherte. Mit Ben Ali floh auch der Wohlstand. Möge Gott all die vernichten, die ihn fortjagten. Die letzten Wahlen hat Samis Partei boykottiert. Die aktuellen Politiker taugen in seinen Augen nichts. Den einzigen Ausweg für sein Land sieht er in der Religion. Erst einmal muss man verstehen, was die Revolution ausgelöst hat, nämlich ein enormer emotionaler Überdruss. Das haben die politischen Parteien leider von Anfang an nicht ernst genommen. Sie haben die Revolution abgewürgt, haben sie im Keim erstickt. Ich stehe politisch für ein religiöses Gesellschaftsmodell. Das halte ich für das einzig Richtige und ich werde alles dafür geben, um es wahrzumachen. Unser Modell schließt alle mit ein, Muslime und Nichtmuslime, Gläubige und Ungläubige. Haben Sie keine Bedenken, dass Parteien wie die Ihre die Jugend nur noch mehr radikalisieren? Ich möchte klarstellen, dass wir eine politische Partei sind und keine Terrororganisation. Wir haben sicher nicht vor, unser Modell mit Gewalt durchzusetzen. Können Sie verstehen, dass die jungen Leute sich radikalisieren? Natürlich, es sind ihre Ängste, die sie dazu treiben. Wir wollen den Verkauf von Alkohol verbieten und keinen Whisky oder Wodka mehr importieren, nur um es den Leuten recht zu machen. Alkohol ist im muslimischen Glauben verboten und deshalb wird es mit uns auch keinen geben. Der Staat muss seine Bürger davor schützen.
Und genau das versucht der Staat allerdings nicht im Sinne von Yahya Zami. Die Behörden machen Jagd auf die Islamisten, nahmen Hunderte fest. Ishem steht unter Hausarrest, seine verdächtigen Aktivitäten. Zum Beispiel der IS, der im Internet sein Unwesen treibt. Ich denke, die Jugend könnte die Spielregeln in diesem Land verändern. Ich bin Internetaktivistin. Die neuen Technologien sind unsere Waffen. Wir müssen also gut gerüstet sein, denn die Zukunft liegt in unseren Händen. So einfach ist das. Es ist das große Verdienst unserer Revolution, dass der Übergang zur Demokratie friedlich verlaufen ist. Nach der Arbeit trifft sich Asma Musa mit befreundeten Künstlern. Sie alle waren bei den Protesten vor 5 Jahren dabei. Während der Jasmin-Revolution kämpften diese modernen jungen Leute gemeinsam mit den Radikalen gegen Ben Ali und sein Regime. Auch heute noch stehen sie den Islamisten näher als der Regierung. Sie werfen ihr Verrat an der Revolution vor. Für uns geht der wahre Terrorismus vom Staat aus. Unter Ben Ali machten wir das Gleiche wie heute auch. Sicher, vieles ist zwar einfacher geworden, seitdem er fort ist, aber wirklich verändert hat sich nichts. Am Anfang der Revolution, da haben so einige unsere Hilfe in Anspruch genommen. Ja, sie haben uns mächtig ausgenutzt für ihre Zwecke. Jeder ist frei und macht, was er will. Wir jungen Leute in Tunesien respektieren einander. Wir alle haben Ideen für unser Land. Die Extremisten lassen die Künstler in Ruhe. Die wenigen Angriffe auf Künstler waren Einzelfälle und gingen von Extremisten aus, nicht von Salafisten. Das muss man ganz klar trennen. Für manche ist die Religion wie eine Meditation, mit Hilfe derer sie sich ganz ihren Überzeugungen und Reflexionen widmen können. So wie ein Künstler sein größtes Glück in der Musik findet. Oder ein anderer bei ein paar Bier in der Bar von Bafune. Ach, ich muss sagen, zwischen den Künstlern und Salafisten, da gibt es keine wirklichen Konflikte oder Auseinandersetzungen. Denn eines ist ja klar, wir haben denselben Gegner. Und die Salafisten haben auch keine Probleme mit uns Künstlern oder Rappern. Mit dem Staat und seinen Polizisten dagegen schon. Genauso wie wir auch. Mit dem Staat haben wir schon lange Probleme. Das hat schon angefangen, bevor die Salafisten auftauchten. Nach der Revolution traten die Salafisten ins Licht. Ohne Ben Ali und sein Regime konnten sie nun offen ihre Anhänger um sich scharen. Seit den Anschlägen von Tunis sind sie wieder vorsichtiger geworden, geben sich angepasst. Yahya Zami ist seit Jahren ein überzeugter Anhänger der islamistischen Partei Hizb-ut. Ich habe aufgehört, um die Schulden in Grenzen zu halten. Ich nähe immer noch Kleider, aber ich verkaufe sie nicht mehr im Geschäft. Ich gehe auf Märkte und habe 1-2 Privatkunden, aber keine Mitarbeiter mehr. Ich arbeitete schon mit 11 als Verkäuferin. Meine Kinder konnten studieren, denn es war jemand für sie da. Die echte PT war noch an der Macht. Jetzt ist alles schlecht. Ich hätte ja weiter PT gewählt. Sicher, es gab Probleme in der Kultur, im Bildungs- und Gesundheitsbereich. Das braucht natürlich Zeit. Aber mit dieser Korruption, nein. Ich werde Lula nicht mehr wählen. Ich bin völlig desillusioniert. Definitiv, wie man so schön sagt. Auch Rio de Janeiro hat seine Illusionen verloren. Hier liegen die Ölvorkommen, aber die städtischen Einkünfte aus der Ölwirtschaft sanken zusammen mit dem Kurs. Rio steht am Rande des Bankrotts. Auch die Ärzte gehen auf die Straße. Die Universität ist geschlossen, weil der Verwaltung das Geld fehlt. Auch Rafael gehört zu der linken Jugend, die nicht mehr für die PT stimmen wird.
Das ganze Bildungswesen steckt in der Krise. Meine Uni hat kein Geld mehr, weder für Forschung noch für so grundlegende Dinge wie Gebäudereinigung oder Sicherheit. Ich konnte studieren, weil man an den Unis eine Schwarzenquote eingeführt hatte. Das war positiv. Die Regierung ist aber sehr widersprüchlich. Die Ausbildung in den öffentlichen Schulen reicht oft nicht aus, um an die Uni zu kommen. Andererseits gibt es aber Quoten. Für mich waren die Quoten eine Notfallmaßnahme. Jetzt müssen die öffentlichen Schulen besser werden, damit man ohne Hilfe an der Uni angenommen wird. Weiter im Süden liegt Porto Alegre, eine der ersten Städte, in denen die PT an die Macht kam. Das war 1988. In diese Blütezeit fällt auch die Einführung des Bürgerhaushalts, der den Einwohnern ein großes... Brauchst du Hilfe, Papa? Nein, es geht schon. Die Kinder packen alle mit ein. Ohne Lula stünden wir jetzt da wie Griechenland. Alle wären fort und niemand mehr hier. Vor 25 Jahren, in derselben glühenden Hitze, hielt Elisangela es nicht mehr aus. Da kam ein Mann mit einer Gruppe Aktivisten in die Region. Er gab der jungen Generation neue Hoffnung. Hoffnung auf eine andere Politik. Seither ist Elisangela in Lulas Arbeiterpartei. Wir haben sehr gelitten. Die Politiker gehörten alle zu einer einzigen reichen Familie. Sie herrschten über die ganze Stadt. Wir waren in sozialen Bewegungen, in der Gewerkschaft und stellten uns gegen sie. Wir wollten sie nicht wählen und waren mutig genug, das auch zu sagen. Deshalb litten wir mehr als andere. Die anderen sagten nichts. Sie wählten sie, obwohl sie sie nicht mochten. Nur um ihren Wassertankwagen zu behalten oder den Lebensmittelkorb während der Dürrezeit. Sie bekamen Geld für ihre Stimmen. Ja, hier werden viele Stimmen erkauft. Ich habe mich nie an jemanden verkauft. Echte Politik machen konnten die Arbeiter- und Sozialbewegungen erst dank der PT. Ja, genau. Vor der PT war Politik nur etwas für Reiche. Hey Selma, alles klar? Heute lächelt die Tochter eines der armen Bauern selbst von den Plakaten der Arbeiterpartei. Ich weiß, ich zähle wieder auf deine Stimme. Ich bin auf deiner Seite. Ich weiß, danke Mattia. Die Leute kennen sie. Sie vertritt die lokalen Kleinbauern in der Gewerkschaft und hat schon für die Parlamentswahlen kandidiert. Trotz ihrer vielen Verpflichtungen, auch wenn sie für Ämter kandidierte und ganz oben war, kam sie weiter hierher. Ich lasse sie nicht im Stich. Ich wähle sie auch nächstes Mal wieder. Die Gewerkschafterin Elisangela verkörpert den Geist, der einst die ganze Arbeiterpartei charakterisierte. Anfangs versammelte die PT alle sozialen Bewegungen. Linke Priester, landlose Bauern, hungernde Landwirte, Arbeiter, diskriminierte Schwarze und alle, die Politik machen wollten, aber nicht durften. Die Kleinbauern schienen damals nicht zu existieren. Erst die PT hat sie anerkannt. Wich zwischen Fortschritt und Konservatismus wieder ein. Das Zauberwort heißt kulturelle Anpassung. Anpassung der Tunesier an das Wettbewerbsdenken der Unternehmen. Wir sind quasi von Knall auf Fall in der Welt der Moderne und Demokratie eingetreten. Doch seit der Revolution stehen alle Zeichen auf Rot. Der Tourismus brach ein, die Investitionen und die Produktivität gingen zurück und die Staatsausgaben stiegen an. Wie steht es um die tunesische Wirtschaft? Der tunesischen Wirtschaft geht es weder besonders gut noch besonders schlecht. Es geht ihr den Umständen entsprechend.
so gut wie es nach 5 Jahren Revolution eben möglich ist. La révolution qu'a vécu la Tunisie pendant les 5 dernières années. Die Investitionen sind stark gesunken. Die Arbeitslosigkeit hat zugenommen. Und die Staatsverschuldung hat sich verdoppelt. Aber das kann man alles wieder in den Griff kriegen. Wenn Stabilität und Sicherheit gewährleistet sind, wenn die Investoren wieder Vertrauen fassen, dann geht es automatisch bergauf. Warum sind Sie so vorsichtig? Sie sind zum Beispiel sehr verunsichert durch die Gewerkschaften. Viele Streiks sind nicht legal. Noch abschreckender für Sie ist, dass die Leute einfach streiken, ohne es vorher anzukündigen. Das ist die reinste Anarchie. Und fördert nicht gerade das Vertrauen. Am Nachmittag schlüpft Illumi in eine andere Rolle. Der Unternehmer wird zum zweiten Parteivorsitzenden. Mit seiner Luxuslimousine fährt er in die Parteizentrale. Sein Ton wird politischer. Früher war doch immer alles besser. Die alte Leier. Natürlich ist vieles alarmierend. Viele der jetzigen Probleme hatten wir vorher nicht. Aber das ist nur eine kurze Episode in der langen Geschichte unseres Landes. Man muss weitsichtiger denken. Wir haben uns nicht weniger als die Demokratie und die Meinungsfreiheit erkämpft. Nun müssen wir uns noch den Wohlstand erkämpfen. Und dazu müssen wir das neue Modell konsequent durchziehen. Politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich und kulturell. Seit 25 Jahren macht Illumi Politik. Er war Bürgermeister und Abgeordneter unter Ben Ali. Wie Demokratie geht, muss auch er erst lernen. Seine liberale Partei Nida Tunis ist zweitstärkste Kraft im Land. Wie alle anderen ist auch sie nicht frei von Machtkämpfen. Vorbereitung einer ersten Klausurtagung am 10. Januar und einer Wählerversammlung am 30. und 31. Juli 2016. Wir werden auf jeden Fall eine Liste mit unseren Vorschlägen im Nationalen Exekutivrat vorstellen. Gewöhnt. Aber bei den heutigen Lebensstandards und den neuen Möglichkeiten hat es niemand mehr nötig, seine Dienste für einen Hungerlohn an die großen Betriebe zu verhökern. Das war mein Lebenstraum. Familienbetriebe mit solchen Arbeitsbedingungen, hier in Brasilien. Und ich bin stolz, denn das alles verdanken wir unserem Einsatz. Die Kredite, die neuen Technologien und die Bodenreform. Als Kind hörte Elisângela zu oft, dass die Armut von etwas wie Gott komme. Eine Gabe, mit der man sich abfinden müsse. Heute bekämpft sie sie dank einem guten Dutzend sozialer Hilfsprogramme der Regierung, die sie mit ihrer Gewerkschaft umsetzt. Wie diese Mikrokredite für Landwirte, die vor knapp 10 Jahren noch nicht einmal eine Bank betreten durften. Sie brauchen 500 oder 1000 Euro, manchmal etwas mehr. Um Überschuldungen zu vermeiden, steht ihnen die Gewerkschaft beratend zur Seite. Die Bauern werden nicht nur betreut, sondern erhalten auch eine Kreditkarte. Diese symbolisiert ihre Zugehörigkeit zu einer Welt, die sie endlich anerkennt. Das ist jetzt mein dritter Kredit. Von dem ersten habe ich mir ein Schaf gekauft, von dem zweiten Kredit Palmen gepflanzt und von dem dritten kaufe ich jetzt wieder ein Schaf. Wenn ich die Namen von Dilma und Lula höre, glaube ich zu träumen. Und wenn ich je aufwachen sollte, will ich auch dann noch weiter träumen. Elisângela weiß, dass sie hier immer gebraucht wird. Doch sie teilt die Sorgen ihrer Parteigenossen. Dort drüben in Brasília zieht man ihrer Präsidentin den Boden unter den Füßen weg. Die Krise zeigt ihre Folgen und Dilma Rousseff kürzt weiter im Sozialhaushalt. Also hat Elisângela beschlossen, ihr Unbehagen auszudrücken. In Juazeiro, der Hauptstadt ihres Distrikts, gingen tausende PT-Aktivisten auf die Straße, damit die Regierung sie nicht vergisst. Elisângela marschierte ganz vorne mit. Wir fordern mehr Kredite. Wir nehmen nicht hin, dass die Sozialprogramme, die im Nordeste alles verändert haben, um 50% gekürzt werden. Wo sind die Männer? Die Jugend, die Frauen.
Unsere Region soll lebendig bleiben. Unsere Menschen in Würde leben. Wir werden kämpfen. In Brasilien gehen Aktivisten und Verbände. Wir arbeiten gerade an unserem Plan für unser WLAN-Netz, das die Burgiba-Straße abdecken soll. Wir wollen den Besuchern des Filmfestivals in Karthago eine kostenlose WLAN-Flatrate anbieten. Es würde uns freuen, wenn die Leute sich Filme aus aller Welt anschauen. Unsere Jugend leidet unter einer großen Leere. Das macht sie so empfänglich für radikale Alternativen, auch für Gewalt und Terrorismus, auch wenn sie damit anderen schaden. Sie fühlen sich leer und vollkommen ausgeschlossen. Deshalb schließen sie sich den Radikalen an. Und das Internet kann das verhindern? Wenn wir dieses Hilfsmittel nicht nutzen, um unser Land aufzubauen und friedlich zu verändern, dann werden es andere tun. Zum Beispiel der IS, der im Internet sein Unwesen treibt. Ich denke, die Jugend könnte die Spielregeln in diesem Land verändern. Ich bin Internetaktivistin. Die neuen Technologien sind unsere Waffen. Wir müssen also gut gerüstet sein, denn die Zukunft liegt in unseren Händen. So einfach ist das. Es ist das große Verdienst unserer Revolution, dass der Übergang zur Demokratie friedlich verlaufen ist. Nach der Arbeit trifft sich Asma Musa mit befreundeten Künstlern. Sie alle waren bei den Protesten vor 5 Jahren dabei. Während der Jasmin-Revolution kämpften diese modernen jungen Leute gemeinsam mit den Radikalen gegen Ben Ali und sein Regime. Auch heute noch stehen sie den Islamisten näher als der Regierung. Sie werfen ihr Verrat an der Revolution vor. Für uns geht der wahre Terrorismus vom Staat aus. Unter Ben Ali machten wir das Gleiche wie heute auch. Sicher, vieles ist zwar einfacher geworden, seitdem er fort ist. Aber wirklich verändert hat sich nichts. Am Anfang der Revolution, da haben so einige unsere Hilfe in Anspruch genommen. Ja, sie haben uns mächtig ausgenutzt für ihre Zwecke. Jeder ist frei und macht, was er will. Wir jungen Leute in Tunesien respektieren einander. Wir alle haben Ideen für unser Land. Die Extremisten lassen die Künstler in Ruhe. Die wenigen Angriffe auf Künstler waren Einzelfälle und gingen von Extremisten aus, nicht von Salafisten. Das muss man ganz klar trennen. Für manche ist die Religion wie eine Meditation, mithilfe derer sie sich ganz ihren Überzeugungen und Reflexionen widmen können. So wie ein Künstler sein größtes Glück in der Musik findet. Oder ein anderer bei ein paar. Das tunesische Quartett für den nationalen Dialog hat 2015 den Friedensnobelpreis erhalten. Auch wir setzen auf den Dialog, um unsere Differenzen zu klären. Auch bei uns kommt es mal zu Reibereien und Auseinandersetzungen. Hat die jahrelange Revolution das Land vorangebracht, politisch und auch allgemein? Selbstverständlich. Sie hat sehr viel Energie freigesetzt. Die Menschen sind nicht länger in ihrer Freiheit beschnitten. Heute fühlen wir uns endlich frei. Aber wir brauchen auch klare Regeln, damit die Meinungsfreiheit nicht missbraucht wird. Gleichzeitig dürfen diese Regeln sie aber auch nicht gefährden. Wir können uns da bei den etablierten Demokratien einiges abschauen. 4 Autostunden von Tunis entfernt, tief im Süden des Landes, ist von Veränderung noch nichts zu spüren. Schnell weichen die geteerten Straßen holprigen Pisten. Polizei und Militär sucht man hier vergeblich. Die Bauern sind den Radikalen schutzlos ausgeliefert, die in den Bergen lauern. Vor ein paar Wochen enthaupteten sie den 16-jährigen Mabruk. Wir wissen seit langem, dass sie sich hier im Gebirge aufhalten. Wenn es dunkel wird, steigen sie herab, um sich mit Wasser zu versorgen. Wir haben hier in der Nähe eine Quelle. Mein Sohn war Hirte. Er hatte seine Herde eingetrieben, um den Tag in den Bergen zu verbringen. Unser Hund begleitete ihn.
Als es dunkel wurde, war er immer noch nicht zurück. Völlig untypisch für ihn. Ich machte mir langsam Sorgen. Dann kam sein Freund wieder, der auch mitgegangen war, mit einer Tasche in der Hand. Er erzählte seinem Bruder, dass die Terroristen in den Bergen Mabruk geköpft hätten. Sein Kopf sei in der Tasche. Auf diesem Felsen da drüben, da verstecken sie sich. Wir haben große Angst vor diesem Berg. Die Terroristen, sie sind uns ganz nah, aber die Behörden lassen uns im Stich. Die können uns jeden Moment angreifen. Wer dazu fähig ist, ein Kind zu töten, der wird sicher noch weiter morden. Dabei gäbe es doch Wege, diese Bedrohung zu beenden. Wir haben eine Regierung und eine Verfassung. Alle nötigen Mittel sind da. Wir sind doch hier nicht in... War ich noch nie arbeitslos. Über ein Jahr. Wenn ich früher meinen Job verlor, fand ich immer gleich einen neuen. In dieser Stadt liegen Lulas Wurzeln. Hier hat seine politische Laufbahn begonnen. Es gibt viele Montagewerke und große Unternehmen. So etwas dürfte hier nicht passieren. Wegen all dem werde ich die Arbeiterpartei nicht mehr wählen. Ich werde überhaupt nicht mehr wählen. Ich habe mein Leben lang PT gewählt, Lulas Partei. Mein ganzes Leben. Doch Arbeitslosigkeit und Korruption haben das Land ins Chaos gestürzt. Sie haben mir meine Hoffnung gestohlen. Die Hälfte meiner Träume ist geplatzt. Brasilien rutscht immer tiefer in die Krise. Die Inflation liegt bei knapp 11%, die nationale Arbeitslosenquote wird bald 10% erreichen und die Staatsschulden steigen. In der Arbeiterstadt São Bernardo hat das Folgen für die Ärmsten der Armen. Es ist ein Dominoeffekt. Eliane verkaufte keine Kleider mehr, weil ihre Kundinnen sich nichts mehr leisten können. Sie musste ihr Geschäft schließen und ihre Mitarbeiter entlassen. Nun arbeitet sie zu Hause, um zu überleben. Ich habe aufgehört, um die Schulden in Grenzen zu halten. Ich nähe immer noch Kleider, aber ich verkaufe sie nicht mehr im Geschäft. Ich gehe auf Märkte und habe ein, zwei Privatkunden, aber keine Mitarbeiter mehr. Ich arbeitete schon mit 11 als Verkäuferin. Meine Kinder konnten studieren, denn es war jemand für sie da. Die echte PT war noch an der Macht. Jetzt ist alles schlecht. Ich hätte ja weiter PT gewählt. Sicher, es gab Probleme in der Kultur, im Bildungs- und Gesundheitsbereich. Das braucht natürlich Zeit. Aber mit dieser Korruption, nein. Ich werde Lula nicht mehr wählen. Ich bin völlig desillusioniert. Definitiv, wie man so schön sagt. Auch Rio de Janeiro hat seine Illusionen verloren. Hier liegen die Ölvorkommen, aber die städtischen Einkünfte aus der Ölwirtschaft sanken zusammen mit dem Kurs. Rio steht am Rande des Bankrotts. Auch die Ärzte gehen auf die Straße. Die Universität ist geschlossen, weil der Verwaltung das Geld fehlt. Auch Rafael, eine Art Schutzwall für die Armen bildete und ihr Überleben sicherte. Mit Ben Ali floh auch der Wohlstand. Möge Gott all die vernichten, die ihn fortjagten. Die letzten Wahlen hat Samis Partei boykottiert. Die aktuellen Politiker taugen in seinen Augen nichts. Den einzigen Ausweg für sein Land sieht er in der Religion.
Erst einmal muss man verstehen, was die Revolution ausgelöst hat, nämlich ein enormer emotionaler Überdruss. Das haben die politischen Parteien leider von Anfang an nicht ernst genommen. Sie haben die Revolution abgewürgt, haben sie im Keim erstickt. Ich stehe politisch für ein religiöses Gesellschaftsmodell. Das halte ich für das einzig Richtige und ich werde alles dafür geben, um es wahrzumachen. Unser Modell schließt alle mit ein, Muslime und Nicht-Muslime, Gläubige und Ungläubige. Haben Sie keine Bedenken, dass Parteien wie die Ihre die Jugend nur noch mehr radikalisieren? Ich möchte klarstellen, dass wir eine politische Partei sind und keine Terrororganisation. Wir haben sicher nicht vor, unser Modell mit Gewalt durchzusetzen. Können Sie verstehen, dass die jungen Leute sich radikalisieren? Natürlich, es sind ihre Ängste, die sie dazu treiben. Wir wollen den Verkauf von Alkohol verbieten und keinen Whisky oder Wodka mehr importieren, nur um es den Leuten recht zu machen. Alkohol ist im muslimischen Glauben verboten und deshalb wird es mit uns auch keinen geben. Der Staat muss seine Bürger davor schützen. Und genau das versucht der Staat allerdings nicht im Sinne von Yahya Zami. Die Behörden machen Jagd auf die Islamisten, nahmen Hunderte fest. Ishem steht unter Hausarrest. Seine verdächtigen Aktivitäten und Reisen haben ihn ausgebremst. Das ist der letzte Stempel. Der Beweis für meine Einreise nach Tunesien am 24. Dezember. Er reiste mehrmals nach Libyen, in die Türkei und andere Länder. Von seinem Bart hat er sich getrennt, aber nicht von seinen Überzeugungen. Als ich gerade in der Türkei war, rief meine Familie an und fragte, was ich getan hätte. Man würde nach mir fahnden. Komm zurück, wir helfen dir, sagten sie. Sie beschuldigen dich, ein Terrorist zu sein. Wie bitte? Ich, ein Terrorist? Die Polizei hatte unser Haus durchsucht und meinen Bruder 7 Tage lang barfuß festgehalten. Mein Bruder war schon einmal inhaftiert, nach den Anschlägen vom 11. September. Sie verdächtigen ihn als Radikalen. Und deshalb stand die ganze Familie unter Beobachtung. Und auf der schwarzen Liste. Beispiel der IS, der im Internet sein Unwesen treibt. Ich denke, die Jugend könnte die Spielregeln in diesem Land verändern. Ich bin Internetaktivistin. Die neuen Technologien sind unsere Waffen. Wir müssen also gut gerüstet sein, denn die Zukunft liegt in unseren Händen. So einfach ist das. Es ist das große Verdienst unserer Revolution, dass der Übergang zur Demokratie friedlich verlaufen ist. Nach der Arbeit trifft sich Asma Musa mit befreundeten Künstlern. Sie alle waren bei den Protesten vor 5 Jahren dabei. Während der Jasmin-Revolution kämpften diese modernen jungen Leute gemeinsam mit den Radikalen gegen Ben Ali und sein Regime. Auch heute noch stehen sie den Islamisten näher als der Regierung. Sie werfen ihr Verrat an der Revolution vor. Für uns geht der wahre Terrorismus vom Staat aus. Unter Ben Ali machten wir das Gleiche wie heute auch. Sicher, vieles ist zwar einfacher geworden, seitdem er fort ist, aber wirklich verändert hat sich nichts. Am Anfang der Revolution, da haben so einige unsere Hilfe in Anspruch genommen. Ja, sie haben uns mächtig ausgenutzt für ihre Zwecke. Jeder ist frei und macht, was er will. Wir jungen Leute in Tunesien respektieren einander. Wir alle haben Ideen für unser Land. Die Extremisten lassen die Künstler in Ruhe. Die wenigen Angriffe auf Künstler waren Einzelfälle und gingen von Extremisten aus, nicht von Salafisten. Das muss man ganz klar trennen. Für manche ist die Religion wie eine Meditation, mit Hilfe derer sie sich ganz ihren Überzeugungen und Reflexionen widmen können. So wie ein Künstler sein größtes Glück in der Musik findet. Oder ein anderer bei ein paar Bier in der Bar von Bafune. Ach, ich muss sagen, zwischen den Künstlern und Salafisten, da gibt es keine wirklichen Konflikte oder Auseinandersetzungen.
Denn eines ist ja klar, wir haben denselben Gegner. Und die Salafisten haben auch keine Probleme mit uns Künstlern oder Rappern. Mit dem Staat und seinen Polizisten dagegen schon. Genauso wie wir auch. Mit dem Staat haben wir schon lange Probleme. Das hat schon angefangen, bevor die Salafisten auftauchten. Nach der Revolution traten die Salafisten ins Licht. Ohne Ben Ali und sein Regime konnten sie nun offen ihre Anhänger um sich scharen. Seit den Anschlägen von Tunis sind sie wieder vorsichtiger geworden, geben sich angepasst. Yahya Zami ist seit Jahren ein überzeugter Anhänger der islamistischen Partei Hizb-ut-Tahrir. Mehr als 70 Jahre war die... Leiten die Baustellen. Natürlich nur, um Geld zu machen. Und es ist günstiger, an abgelegenen Orten zu bauen, wo die Grundstücke billiger sind. Mein Haus, mein Leben ist ein Programm für die arme Bevölkerung. Aber gebaut wird am Stadtrand, wo es kaum Infrastruktur gibt oder öffentlichen Dienst. 2 Millionen Wohnungen wie diese haben sie im ganzen Land gebaut. Ihre Bewohner sind von allem abgeschnitten, oft mit 3 Stunden Busfahrt von ihrem Arbeitsplatz entfernt. Die Baubranche lebte wieder auf. Nicht jedoch die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und Dilma Rousseff wird immer unbeliebter. Elisangela unterstützt sie noch immer, komme da, was wolle. Im September freut sie sich über den Besuch der Präsidentin beim Kongress der Dachgewerkschaft Central Unica dos Trabalhadores. Ihre Amtsenthebung liegt schon in der Luft, aber hier hat die Präsidentin noch Unterstützer. Liebe Gewerkschaftsfreunde, wir brauchen politische Stabilität. Ja, denn heute leben wir. Danke. Hier werden die PT-Vertreter noch herzlich empfangen. Aber das hier ist nur ein Kongress. Elisangela weiß, dass das nicht genügt. Sie ist ins Sertão zurückgekehrt. Sie will weiterkämpfen. Und manchmal gibt es eben Wunder. So wie vor 25 Jahren, als sie einen Aktivisten kennenlernte, der ihr Leben verändert hat. Heute ist er wiedergekommen. Wir müssen mehr als 5.000 Personen. Da war eine Delegation mit 200 Leuten aus allen Staaten. Und er spricht sogar mit dem Fernsehen, was er nur selten tut. Die Marke PT, sie ist unzerstörbar. Wir haben in nur 12 Jahren den größten sozialen Entwicklungsprozess der heutigen Zeit in Gang gesetzt. Das gab es nirgendwo anders auf der Welt. Dank unseres sozialen Engagements konnten wir in 12 Jahren 36 Millionen Menschen aus der Armut raushelfen, 40 Millionen Menschen in die Mittelschicht befördern und 22 Millionen Arbeitsplätze schaffen. In Europa wurden allein zwischen 2008 und 2014